So, wir kommen zum zweiten Boxkampf des Abends. Bis 75 Kilo. Sammy aus der blauen Ecke hat sich vor knapp einem Jahr Kreuzband gerissen und hat sich nach einer langen Reha jetzt zumindest wieder bis zum Boxen vorgekämpft. Letztes Jahr kurz vor der Europameisterschaft im U16-Bereich musste er leider absagen. Verletzungstechnisch fiel er dann aus. Ringfrei. Schauen wir mal, ob sich die Reha und die harten Aufbaumaßnahmen gelohnt haben. Auch für ihn der erste Kampf zurück im Ring, bevor es nächste Woche dann zur thüringischen oder deutschen Meisterschaft geht. Beide sehr kontrolliert, arbeitet. Angelus kein Stück zurück, baut sich das Ganze genauso wie Sammy wunderbar auf. Sammy immer wieder schön mit der Führhand die Distanz suchen, sowohl im Rückwärtsgang. Sammy baut sich seinen Gegner so in die Ringecke, wie er das möchte. Und da ist die erste Runde schon wieder vorbei. Aktuell könnte man gar nicht denken, dass Sammy vom Kickboxen kommt, aber er ist einer der Nachwuchstalente von La Familia Fight Club, die hier vor knapp 8 Jahren seinen Anfang hier hatte. Mittlerweile auch Kids Coach und macht sein freiwilliges soziales Jahr in der Familie Feigl Erfurt. Aber auch sein Gegner, Angelus, lässt sich nicht beeindrucken, arbeitet. Ich würde die erste Runde eindeutig an die blaue Ecke geben. Ringfrei, Runde 2. Immer wieder schön mit der Führhand die Distanz von Sammy am Aufbau. Schön beweglich. Das variabel in seinen Kombinationen, Kopf, Körper. Sehr schöne Treffer. Ja.
setzt nochmal nach, was auch nicht so einfach ist. Und hier schiebt er ihn sich zurecht in der Ringecke. Auch wieder sehr klar dominierend. Und auch hier, nur im Vorwärtsgang, Vorwärtsgang, Rückwärtsgang. Mit einer Leichtigkeit ging auch diese Runde an Sammy, der kurz mal in die neutrale Ecke gehen wollte. Einmal nochmal kurz ein bisschen Winterpool in seiner Ecke, bevor es dann ins Grande Finale geht, Runde 3. Ja, es ist auch oftmals nicht einfach für Kämpfer, sich umzustellen, wenn sie ursprünglich aus dem Kickboxen kommen. Dann einfach zwei Waffen weniger haben oder vier Waffen, wenn es K1 ist, wenn man dann ins reine Boxen übergeht. Aber der Nachwuchs wird bei La Familia in allen Richtungen geschult und gefördert, sodass ganz viel Ringerfahrung eben entstehen kann. Und bei Sammy sieht es aktuell definitiv aus, als hätte er noch nie was anderes gemacht. Heiß geboxt. Man muss auch die Ringrichter mal loben. Sie sind für alles da. Auch mal kurz die Schuhe binden. Mit Rat und Tat zur Seite. So, da geht's weiter. Wir sind mitten in der letzten Runde. Nach wie vor ein wahnsinnig schöner Rücksprung. Und dann geht er wieder zielgerichtet nach vorne. Kontert jeden Angriff seines Gegners ab. Jetzt aktiv wieder im Vorwärtsgang. Sehr kontrolliert. Sehr schön. Immer beweglich in allen Richtungen. Angelos kann ihm tatsächlich nur noch mit einem K.O. diese Runde streitig und diesen Kampf streitig machen. Nochmal zwei sehr starke Hände. Jede Hand von Sammy Tubini immer wieder zielführend. Pass auf den kleinen Schwinger jetzt. Und da sind wir in den letzten 10 Sekunden. Und da ist der Kampf vorbei. Da war. Die beiden jungen Männer haben es einfach nicht. Waren noch ein bisschen zu sehr im Modus. Dachten, es geht noch weiter, haben das Klingeln der Runde, das Ende nicht gehört. Ja, war ein schöner Boxkampf, ästhetisch anzusehen. Technisch sehr sauber, auch von Angelos. Ist nicht eingebrochen,
hat immer wieder versucht anzugreifen. Aber da muss mich mein Auge schon sehr trüben. Es sollte ein Sieg in die blaue Ecke gehen. Schnell abgerissen. Und dann kommen beide Boxer bitte in die Ringmitte. Offizielle Urteilsverkündung. Sieger in der blauen Ecke. Sammy! Verdientermaßen Sammy Tibini. Der Sieger. I'm giving her my energy, I give up your Hennessy. I give two shots to the enemy. What the fuck a nigga telling me? I spent 250 on my bitch. I spent 250 on my bitch. Niggas doing the bitch. Walking the spot and turn everybody down. My nigga fuck with the wolves. Stay in the playback. While the rules